Obwohl ich sogar Master. Ich war sogar Grandmaster. Also, für einen Tag oder so. Ich bin gepiekt auf 90 LP und 90 LP war Grandmaster. Weiß ja nicht, wann endlich dieses Ruined King rauskommt. Ja, das war angekündigt für Januar 2021. Und wir hatten noch keinen Januar dieses Jahr. Also, so, wofür gehen wir denn, Leute? Mal gucken, was für. Ich glaube, man muss ja vielleicht abwarten, was für Trades man bekommt, oder? Was diese Bonus-Trades am Anfang sind. Die Augments. Maybe. Wer soll jetzt diesen Herz kommen? Ja, nein, aber es sollte nicht Januar kommen. Es war Januar angekündigt, aber haben sie einfach nicht rausgebracht. Das wäre auch so ein Spiel, das ich wahrscheinlich sehr gerne spielen würde, weil es ja so rundenbasiert ist und Co., ne? Okay, die Bombe sieht ja übel cool aus. Hä? What? Also vielleicht bin ich lost, aber ist das nicht extrem krank für eine T1-Unit? Der Damage? 300 Damage für 60 Mana? AOE? Seems gut. Es Kenjin, aber sie auf Comedy und Unit 27, 15 Minuten. 15, 15 Sekunden. 75% more damage? Nee. Unit jetzt Start Combat. Aber ist ja wieder gut, oder nicht? What? Sind ja alle übertrieben gut, oder was? Wie sieht man, kann auch nicht nochmal einsehen, ne? Den ja noch nehmen sollen, denke ich. Lass mal Zix rausnehmen. Wir haben jetzt einfach drei Mercenaries. So. Okay. Ich dachte zumindest, mein Ding wäre übel gut. Aber es scheint nicht so zu sein, ne? Aber ich habe da einfach keinen Battle Trade genommen. Kann schon sein. Innovator. Scrap. Nee, lass das mal nicht nehmen. Ich rolle also gar nicht selbst. Okay. Okay. Mutant. Ja, machen wir vielleicht mal Mutant. So ein paar Mutanten, da würde ich mich stehen, glaube ich. Muss ich gewinnen mit den Mercenaries? Ja, ne? Natürlich dann terrible. Du lebst.
Sniper? Sniper ist er auch. Will ich den machen. Und dazu verlierst du, wenn Pferd gewinnt, davor ist besser zu verlieren. Ah, okay. Also wird immer krasser gerade. Mhm. Hyper Adrenal Glands. Mutants' Attacks have a chance to trigger two additional attacks against their target. Ah, okay. Also das ist quasi für Kog'Maw, beziehungsweise auch eher dann für Kaiser später. Richtig? Richtig. Der Mutanten-Trade, den ich jetzt hier habe. Das ist interesting, finde ich. Mal gucken, ob ich so lange lebe. Ich nehme mal den Kopf. So. Ich nehme alle Mutanten mit und werde. Ich weiß nicht, was Kaiser überhaupt macht, aber ich werde einfach mal Kaiser so als. Ich werde Kopf mal nehmen und Kaiser dann probably als Carry am Ende ballern. So. Ich werde mal mit Mutanten gehen. Mutanten spielen. If I can. Und bis dahin halt so ein paar Mercenaries holen. Mercenary Challenger. Ja, von mir aus. Also, hat der überhaupt gar nicht ein Attack Scaling, der Kog'Maw? Das ist natürlich nur so mittelhot, ne? Dann. Egal, Junge. Do your thing, man. Do your thing. Da dachte ich schon, als ich das Item gelesen habe, dachte ich schon, okay, ist wahrscheinlich wieder relativ gut, hm? Könnte ich mir vorstellen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nicht spoilern. Die Einschätzung von zu Kaiser will ich gar nicht hören, Leute. Ne? Wollte ich gar nicht hören. Das muss ja eine richtig geile Piratenkiste sein, du. Die krasseste, die jemals jemand hatte. Meinen Trade fühle ich bisher noch nicht so richtig, aber I might be wrong. Oh, Mr. Frank hat das gleiche. Also geht auch hier für Mercenaries. Das fühle ich. Und ich gewinne, oder? Yes. Da ist der Payoff. So, jetzt gibt. Was ist der Check-in, Leute? Was ist der Check-in? Mach mich reich. Mach mich rich. War es das? Das ist es gewesen? Ja, ne? Academy Challenger, also. Okay. Den Protector kaufen wir auch nochmal raus, ja. Denn jetzt verkaufen wir die Piraten. Versteht ihr? Die Mercenaries, die werden verkauft. Den bringen wir nochmal rein. Den bringen wir nochmal rein. So. Sehr gut. Titans Resolve wurde auch geändert, hm?
Was macht denn wohl so ein... Okay, gar nichts, I see. Wait, das hat gar keine Stacks mehr, kann das sein? Okay. Der hat gar keine Stacks mehr, der Mann. Oh well, oh well. Ich dachte, der stackt noch hoch. Naja, nicht schlimm. Tatsächlich einfach scheißegal. Ziel ist immer noch Mutanten. Bisschen Bruiser. Dazu. Also, einen Bruiser noch außer Chogath halt. Ist ja der Mundo, der auch Mutant ist, richtig? Ja. Aber eigentlich sollte ich auch was tun, um Kog'Maw zu empowern, oder? In Theory. Also probably einen Twin-Shotter noch mit reinnehmen. Wobei, kommt mal, nur meine Übergangseinheit ist schwierig. Mann, ich weiß es doch auch nicht. Für all healing and shielding on your units is increased by 35%. Brauche ich nicht. Gain one in random completed items and one reforger. Your champions equipped with two items temporarily gain a random completed item at the start of combat. Alles nicht gut, oder? Also, für mich. Two items, also wahrscheinlich zwei vollen Items. A random completed item at the start of combat. Ich glaube, wir nehmen das hier. Ein Reforger und ein BT. Ja. Doch, das fühle ich. Gleich wie vorher auch. Das geht natürlich nicht. Mehr Schild ist mit dem anderen Trade gut. Ach ja, ich habe den anderen Trade schon vergessen. So lange her, weißt du. Ah, okay, die Ulti ist nicht blockbar von Caitlyn. Sah so aus. Man kann die zwei, doch, man kann die gleich Unit placen, aber Cross ist einfach zwei Einheiten, also zwei Felder. Doch, doch, das sah gerade nicht so aus. Also rein optisch. Okay, wir wollen Mutanten haben. Am I right? Ich glaube, hier ist gar kein Mutant dabei. Ist das noch ein Runans? Let's check. Ion ist jetzt nicht so, eigentlich nicht der, den ich haben möchte, ne? Aber ich glaube, die carryen mich schon ein Stück weit, oder? Ein bisschen. Bam, ich bin strong, guys. Ich bin strong. Kog'Maw ist strong. Drei Item Kog'Maw. Patapau. Und das Ganze ohne Trade sogar. Ich habe nicht meinen dritten Mutanten reingenommen bisher. Was ich auf jeden Fall tun sollte eigentlich, ne? Also fuck Yone. Protector. Shields and was mit der Kasten. Okay.
Kassin für Trades. Kassin ist ein Protect und ein Mutant. Ich hätte wahrscheinlich wirklich den Chill Trade nehmen sollen und nicht das eine random Item, ha? Huh? Okay, wow. Also hier auch der doppelte Auto-Tag wieder von den Mutanten, ne? Hat der Fight entschieden am Ende. Ist zwar RNG, aber ist der RNG, die ich begrüßen kann, wenn ich gewinne. Das ist auch ein Twin-Shot. Hm. Auch 40% Chance. Das wäre ja quasi Attack Speed, ne? Also ich hole mir Attack Speed über Mutant und Twin-Shot. Und das macht, würde Kog'Maw ja extrem strong machen. Okay. Das kann raus. Er kann raus. Den will ich behalten. Kommt mal sowieso. Der kann raus. Zack, zack. Weiß nicht genau, was Quinn da macht. Aber why not? Okay, looking strong. Der kommt mal reift halt sehr oft an, ne? Obwohl ich keine, obwohl er eigentlich keinen Speed hat. Na, brauche ich nicht. Man könnte jetzt ja auch rollen. Nehmen wir nochmal einen Bruiser mit rein. Was macht der Obert denn eigentlich? For the next... Next 5 seconds. Obert attacks the closest enemy at fixed rate of 5 ticks per second. Okay. Also kann man hier gut on-hit gehen, ne? Wenn es irgendwas on-hit-mäßiges gibt. Holy shit, guck mal. Imperial Protector Colossus ist nicht relevant für mich. Am I right? Glaube ich. Mutant ist überhaupt relevant für mich. Ich rolle aber trotzdem immer runter. Oh, hallo. Was machst du denn? This is from all enemies. The fire sends a volley of 15 missiles spread evenly among all enemies at 80 magic damage. For each time Kaiser has attacked, this comeback shield fire an additional missile. Also Attack Speed und AP, ja? Das ist jetzt nicht so hot. Was sind ihre Trades? Challenger. Well. Oh, nice block. Okay, wir suchen nach Challengern anscheinend, ne? Wir suchen nach Challengern und ich werde einfach alles, ich werde alles neu machen, Leute, alles. Was macht... Ich werde mir den Mundo nehmen, vielleicht, vielleicht nicht. Nimm mal den Mundo. Enforcer Challenger. Let's go.
Okay, also den raus, den rein. Twinshot kann raus. Mit an 1 rein. Und dann 2 rein. Zack. Der ist auch ein Mutant. Der ist auch ein Mutant. Richtig, der ist auch ein Mutant. So, jetzt muss ich noch. Ich gehe mal gleich im Level hoch, ne? Dann ist das übersichtlicher vielleicht. Okay, sieht gut aus hier, die Kaiser. Die hat keine Items. Okay. Also, ich will Challenger haben, for sure. Aber dafür brauche ich 4 Leute. Gain 1 Tome of Trades, gain 3 Loaded Dice. Ich weiß nicht, was 3 Loaded Dice sind. So. Hat Mattelmann zugeschlagen und es reicht nicht? Ja, ne? It's not enough. Okay, listen, erstmal mal die AD-Items raus hier. Gib mir AP-Stuff, bitte. Oh mein Gott. Andermal dann. Okay. Das war nicht an der Stelle. Eventuell habe ich gerade das Game verloren mit dem Move, aber ich will das, wir testen ja, ne? So, das kannst du auf den Unit anwenden und der Shop rollt sich mit Units. Ach, das Ding ist es. Okay, ich ergänze das, ja. Beim E2 Challenger und ich komme nicht mehr auf mehr, also. Wir haben auch 6 Mutanten drin, ne? For whatever reason. Also kann ich doch auf 4 Challenger kommen. Oh, ich bin so stupid. Okay. Challenger. Sehr gut. Listen, dann ist kommt man doch am meisten useless. 4 Challenger, let's fucking go. Sehr gut. Okay, diese Kopie nimmt euch eure Schilde weg, ne? Terrible. Oh mein Gott, kann man so lucky sein? Base Missile ist 20 und Damage per Missile geht auch noch hoch. Okay. Seems balanced. Naja. Wer kriegt jetzt für ein BT? Ist eigentlich auch egal, ne? Wieso habe ich jetzt eigentlich Turgat die Warmox gegeben und nicht dem Mundo? Der macht locker mehr damit, oder nicht? Ich muss hier nur auch Platz lassen. Nee, jetzt geht er in die Frontline rein. Das ist doch chillig. Ah, Chojin wäre auch gut, ne?
Chojin wäre der Trade schlechthin. Denke ich. Der sieht ein bisschen broken aus. Komplett broken, oder nicht? Chojin Ragebait-Kandidat. Richtig, ja. Chojin Ragebait und dann meinetwegen noch, I guess, Crit. AP Crit. Schätze ich jetzt so. Die Kopie kommt halt auch irgendwo hin, ne? Das ist schon terrible. Der ist jetzt fein. Okay. Wie in fairer Weise ist der Mutant Trade probably auch ganz gut, ha? Huh? Okay, das Schütze. Ich sperre dich ein. Ich geb dir Trades. In Theory wäre, glaube ich, der Rage Trade not too bad für mich, oder? Oh, alle leben noch? Krass. Na gut. Scanner, den ich brauche mit dem Damage. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Richtig. Ich habe jetzt schon Heal drin mit. Mit Fist. Eigentlich sollte ich die Items einfach mal vergeben, oder nicht? Doesn't really matter, glaube ich. Was macht die denn überhaupt? Fear becomes on target pill and strikes 4 times at the target's vitals. Becomes untargetable? Warum? Each strike deals 200% of attack damage as physical damage. Okay. Why? Hä? Ja, sie hat die alte Ult bekommen. Wieso haben die denn die alte Ult wieder eingeballert? Die geben dir einfach die alte Fiora Ult. Ist ein schönes Gimmick. Aber finde ich weird, das so zu lassen. Damit reißt du ja vielleicht auch Wunden wieder auf bei Leuten, die mochten, ne? Pogo. Scrap Sister Twin Shot. Die brauche ich ja gar nicht mehr eigentlich, ne? Boah, Therapeuten? Da hab ich auch das Wort. Damit ist Tibbers dead. Aber es ist ja, also, jeder ist Stufe 9, oder? Sehr schnell. Kannst du ein bisschen, dass zu wenig Damage im Game ist, so? Mono kaufen, ja. Kannst du, also, dass du quasi pro Runde zu wenig Schaden bekommst, oder so? Kann das sein? Das sind leider auch AD-Dinger, ne? Also das Ding nicht, aber naja. Ich hatte natürlich auch eine gute Runde. So. Kann man auch nicht anders sagen. Im Sinn wurde nichts verändert. Fällt uns zu viel Gold? Oder mehr Gold als sonst?
So eine Yumi rein. Ja, dann finde ich irgendeinen Trade. Glaub mich halt so gut ist. Bei Bruiser, fairerweise, die kriegen 300 Leben und alle anderen kriegen 150 Leben. Ist das jetzt so der Überbringer? Wahrscheinlich nicht, ne? Wer ist sie denn gewesen überhaupt? Akali, oder? Ist ein bisschen wie in League of Legends. Kaiser ist tatsächlich gegen viele Assassins in League auch sehr strong. Wenn der Head aus Botlane rauskommt. Also hat beide 100% verdient zu verlieren. Okay. Ich werde Kaiser 3 ja nicht kriegen. Let's go. Ja, es ist aber nicht nur ein Kaiser-Win, so, ne? Ist es nicht nur. Mundo hier auch mit 4k Damage dabei und die tanken halt auch ordentlich rein. Die Leute. Plus dieser Trade ganz am Anfang, der sieht jetzt auch, also wirkt zumindest ganz gut. Top aus die Items auf Kaiser. Ich würde nach wie vor Shojin, dann halt ein Heal-Item, Gunblade oder das hier und dann Spellcrit oder so gehen. Ich glaube, ist gut. Das ist Kaiser, bitte. Absolut broken. Absolut gebrochen, Mate. Aber nicht nur Kaiser so, ne? I mean, look at this. Mein ganzes Team ist einfach krank. Ich bin streamen sehe das im Titel, dass Brücke unironisch Digger benutzt. Ne, ist nicht unironisch. Ist Anspielung auf Solo-Gesang, der das ironisch nutzt. Und dann wollte ich eigentlich auch einfach auch lustig sein.